Willkommen zurück zum Pokémon Karmesin DLC. Beim letzten Mal haben wir Gemmas Aufgabe erfüllt, alle Pokémon fotografiert und nun können wir im Nebel Blutmond Usaluna finden. Bekämpfen wahrscheinlich und dann fangen. Es ist nämlich geworden. Endlich werde ich Blutmond begegnen. Ich werde es auf jeden Fall fotografieren. Im Ernstfall bist du mein Bodyguard, okay, Partner? Jo, kein Ding. Wugafu! Und du natürlich auch. Okay, dann mal los. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie das Ding aussieht. Normales Usaluna fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich fand es trotzdem cool, aber nicht so cool, wie es sein könnte. Ich habe große Hoffnung jetzt auf das Blutmond Usaluna. Das unidentifizierte Pokémon-Signal müsste von hier gekommen sein. Ich höre etwas. Es ist so still. Nee, ich habe doch gerade gesagt, ich höre etwas. Hör doch einfach genauer hin. Ja, okay. Bumm. Bumm. Ich höre Schritte von was Großem. Oha, wie cool das aussieht. Und es steht auf zwei Beinen. Oha. Rosa! Da, auf der Stirn! Auf der Stirn, ein roter Mond! Das ist es! Das ist Blutmond! Es existiert wirklich! Bigfoot! Urso? Gano? Ach ja, meine Kamera, stimmt. Braves Pokémon, halt schön still. Oh je, das tut mir leid, der Blitz hat... Urso! Wo, Gano, schaffst du das? Nein, Mann, du hast mir keinen Feuerschein gegeben. Puh. Ja, das ist mal meine Schuld. Geht wohl nicht. Kannst du das machen, Partner? Hey, Blutmond, hier drüben! Sorry, oh, danke, du schaffst das. Okay. Ah, wir haben die Legends-Kampfmusik jetzt. Oh, wie cool. Oder? Okay, ganz ehrlich, Blutmond Usaluna finde ich so viel cooler. Usaluna, der Blutmond. Okay, jetzt haben wir erstmal Bosskampf und danach können wir es vielleicht fangen. Bams. Was für eine wahnsinnige Präsenz. Immer weiter so. Gibt es nur eins von diesen Blutmond-Usalunas oder gibt es vielleicht mehrere? Das frage ich mich gerade. Bei Legends war das ja so, diese großen Pokémon, so wie Dumbledore zum Beispiel, die gab es ja. Also die kann es theoretisch mehrmals geben. Nur wurde es halt nur einmal gefunden zu der Zeit. Aber die kann es mehrmals geben. Wie ist es bei dem Ding? Was macht er eigentlich gerade? Es bufft sich gerade nur die ganze Zeit, oder? Ja, es bufft sich gerade übelst stark. Wisst ihr was? Ich Terra Crystallize mal. Einfach damit wir es mal gemacht haben. Und weil es bei Ogapon ja sowieso anders aussieht als bei den anderen Pokémon. Und zwar, je nachdem welche Maske, hat es eine riesige Maske auf einmal auf. Und ich habe es einfach gerade die Tränenmaske gegeben, weil die finde ich eigentlich am coolsten von denen. Obwohl die Pflanzenmaske auch eigentlich ziemlich ikonisch ist zu Ogapon. Aber ich dachte, mit Doppeltypen würde ihr besser ankommen. Vor allem mit den Attacken, mit der Rankenkeulattacke. Mit dem Bonk! Horny Jade Bonk! Na, ja, ein bisschen mehr Damage. Hui, diese Seite von dir kenne ich doch gar nicht. Davon muss ich ein Foto machen. Steht ja wegen Hui, Hi, Sui? Egal. Blutmond, was, neue Attacke? What? Oha! Oha! Komm, bitte kill es. Komm schon! Komm schon! Oh Gott, ich vertraue dir! Bam! Ne, ein KP. Dein Ernst? LOL! Es bufft sich aber immer weiter. Idiot! Wenn du in meinem Team bist, bringe ich dir bei, gute Attacken einzusetzen. Also, lass dich besiegen und bleib danach in meinem Ball, verstanden? Blutmond ist geschwächt! Das ist deine Chance, es zu fangen, Partner! Oh yeah, okay, welcher Ball passt? Es ist braun, hat ein bisschen grau und einen roten Punkt. Luxusball? Hyperball? Also ich gehe mal davon aus, dass es hundertprozentig ein Ball bleibt. Ja doch, eigentlich Luxusball, ne? Na komm, machen wir den Luxusball. Ich finde, der passt auch ganz gut, von dem ich jetzt gerade dabei habe. Ich bin poor, okay, lasst mich. Solange es irgendwie passt.
Das ist gut. Ich meine, das Pokémon ist ja auch Luxus. Das Soundeffekt sogar von damals. Von Legends, meine ich. Nice. Ursaluna, Torf-Pokémon, Blutmond-Variante, Boden normal. Wie es einfach nur ganz normal da steht, ohne Lighting, sieht so cursed aus, als wäre es so ein Gamespot-Mod oder so. Egal, es überquerte den Ozean und erreichte fremdes Land, wo es ums Überleben kämpfte und dabei besondere Fertigkeiten und Merkmale erlangte. Mir fällt bestimmt noch ein Name für das Ding ein, aber jetzt gerade habe ich es nicht. Ich mach's dann später. Aber das kommt auf jeden Fall ins Team rein. Auf jeden Fall. So cool. Alles in Ordnung, Partner? Wahnsinn, dass du Blutmond ebenbürtig warst und dass du es tatsächlich auch gefangen hast. Welch Level ist das? Level 70 oder so? Du warst fantastisch. Wirklich fantastisch. Fuka. Und du? An deinem Selbstvertrauen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Fuka, er schläft jetzt. Puh, mein Herz rast immer noch. Während du gegen Blutmond gekämpft hast, habe ich wie in Trance Fotos gemacht. Aber ja, deine Pokémon wollen sich jetzt sicher ausruhen. Lass uns zum Lager zurückkehren. Das war's dann mit dieser Quest. Sehr coole Quest, hat mir gefallen. Und man muss ja nicht bei alle Pokémon im Kitakami gefangen haben. Nur 150 von den 200. Aber für 200 kriegen wir auch noch was. Und das werden wir auch noch machen. Ach, es ist immer ein bisschen traurig, ein Zelt abzubauen. Naja, du hast wirklich eine tolle Arbeit geleistet, Partner. Dank dir habe ich endlich mal wieder Fotos geschossen, die ich auch behalten will. Sowas habe ich wirklich lange nicht mehr gefühlt. Ich will die Fotos sofort entwickeln, deshalb gehe ich schon mal zurück ins Dorf. Wenn du was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, ne? Das Motto meiner Familie lautet, Zeit ist ein wertvolles Gut. Oder wie man heute sagt, Zeit ist Geld. Wir sehen uns in Vitoria. Hallo. Damn. Okay, dann zeig mal Ursaluna. Boah, das Icon hier auch schon. Nice. Keine Pixel-Icons hier, nee. Level 70. Terra-Typ normal. Geistiges Auge. Die Genauigkeit des Pokémon kann nicht gesenkt werden. Es ignoriert Änderungen am Ausweichwert des Ziels und trifft mit normalen Kampfattacken Geister-Pokémon. Oha! Das ist krass. Aber was ist denn Blutmond bitte für eine Attacke? Nein, warte. Obwohl, das kann ich euch auch mal zeigen, wenn ihr Bock habt. Aktuelle Attacke. Zeig mal. Blutmond. Der Anwender entfesselt eine gewaltige Energieladung aus einem blutroten Vollmond. Diese Attacke kann nicht zweimal vorher eingesetzt werden. 140 Stärke, 100% Genauigkeit. Also das ist broken, oder? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das muss broken sein. Krass. Du bleibst auf jeden Fall erstmal im Team, Kumpel. Ja, dich hole ich erstmal nach oben. Du kannst direkt mal da oben chillen. Und, gibt es eigentlich noch irgendwas Neues in Midoriya? Oder kann ich direkt das nächste... Ah, ne. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Die will, glaube ich, noch mal kurz quatschen. Bisschen brabbeln, irgendwas. Wahrscheinlich sagen, oh, das hat mir toll geholfen. Hier, ich gebe dir jetzt als Belohnung noch dieses Item. Das passt sehr gut zu Ursaluna oder irgendwie sowas. Wo ich heilen? Tatsächlich nicht. Vielleicht wurden wir schon geheilt. Ja, doch, muss eigentlich so sein, ne? Muss eigentlich so sein. Na ja, egal. Hallöchen, Gemma. Ich mag Gemma. Da bist du ja, Partner. Ich hab's geschafft, die Fotos von Blutmond zu entwickeln. Wie sind sie geworden? Naja, auf den Bildern ist Blutmond entweder verschwommen oder abgeschnitten. Ja, da ist keins davon so richtig vorzeigbar. Aber weißt du was? Von allen Bildern, die ich bisher gemacht habe, sind das meine absoluten Lieblingsfotos. Auch wenn die kacke aussehen. Ich glaube, ich habe mir immer viel zu viele Gedanken gemacht über den theoretischen Aspekt des Fotografierens. Darüber, wie die Fotos bei den Preisrichtern ankommen. Darüber, was ich fotografieren will. Die Gebäude im Hintergrund auf weg. Dabei reicht es für ein Foto schon, einfach die Kamera auf ein Motiv zu richten und den Auslöser zu drücken. Das habe ich nur durch dich gelernt. Danke, Partner. Moment, da fällt mir ein. Ich habe dich nie nach deinem Namen gefragt. Tut mir leid, das kommt natürlich ziemlich spät, aber wie heißt er eigentlich? Maike, I guess. Maike, also, Nanu, was mit dir denn? Ist dir etwa peinlich, dich vorzustellen? Naja, dann stelle ich mich auch mal vor. Ich bin Gemma. Eine Fotografin mit einem riesigen Fable für Kameras. Aber jetzt werde ich immer voller Stolz sagen, was mir gefällt. Ach ja, fast hätte ich die Belohnung für dich vergessen. Du hast mich so toll unterstützt. Da hast du dir das hier richtig verdient.
einen Walschal. Was macht der denn? Ein und drei in dieser Schal erhöht die Initiative, aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Okay. Und das ist noch nicht alles. Mein Fukan hat nämlich einen kleinen Bruder, der völlig versessen aufs Kämpfen ist. Ich denke, bei dir wäre er besser aufgehoben als bei mir. Wait, what? Ich krieg einfach so einen Fukan geschenkt? Trainiere den kleinen Racket, damit er ordentlich stark wird, okay? Tja, damit hätte ich mein Ziel erreicht. Dann sollte ich wohl langsam weiterziehen. Es ist etwas traurig, doch hier trennen sich eure Wege. Aber weißt du was? Das Band zwischen zwei Fukane ist unverwüstlich. Auch wenn sie getrennt voneinander trainiert werden, führt das Schicksal sie irgendwann bestimmt wieder zusammen. Ja, wir sehen uns sicher wieder in einem neuen Pokémon-Spiel. Hey, ich freue mich schon drauf. Also dann bis bald, Beike. Kanu! Dass wir jetzt ein Fukano geschenkt bekommen, ist wahrscheinlich aber jetzt ein Hisui-Fukano, oder? Also kein Kanto-Fukano. Fukanto? Nee. Fusui. Dann schauen wir uns das doch direkt mal an. Fukano. Das ist das, was wir bekommen, Level 15. Kann man mit einem Feuerstein entwickeln. Sieht auch ziemlich krass aus. Rückstoß. Haha. Okay. Interesting, interesting. Und das wäre erst der Anfang dieser Folge, Leute. Also, schauen wir mal, wo das Schicksal uns nun weiterführt. Freunde, hier drüben, rechts vom Paradiesebene und links vom Immerwald, habe ich hier oben, das hier entdeckt. Hier kann man sich auch jetzt hinfliegen. Eines der sechs Kleinode Kitakamis, Kreis der Erkenntlichkeit. Diese Energiequelle namens Kreis der Erkenntlichkeit ist ein wahrer Geheimtipp. Aus unerfindlichen Gründen wächst im Inneren des Kreises kein einziger Grashalm. Dafür genügt ein einziger Blick darauf, um sich frisch geschwingt zu fühlen. Okay, angeblich gibt es auch davon mehr laut dem Text. Außerdem für die, die es interessiert, weil ich sowieso gerade machen muss für den Pokédex. Hier in diesen Gewässern soll es Hisui Barschwa geben. Also dieses weiße Ding, was zu diesem großen Reittier wird. Das werde ich jetzt suchen, fangen und den Pokédex vervollständigen. Denn das ist eines der letzten, die mir noch fehlen. Also nur so ein kleines Update nebenbei. Und ja. So Leute, ich mache jetzt hier wieder dieses komische Ballon-Minigame. Aus irgendeinem Grund muss ich es nochmal auf Easy machen und dann erst kann ich anderen Spielmodi spielen. Aber ja, ich fange jetzt erstmal an mit Easy, dann spiele ich danach nochmal Normal und dann versuche ich nochmal auf Hard. Denn wenn man dieses Minigame in allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt hat, dann kriegt man eine Belohnung und ich kann euch sagen, die Belohnung ist echt richtig nice. Also machen wir das jetzt auf jeden Fall und ich zeige euch einfach interessante Ausschnitte hier. So keine Montage, kann man sagen. Ist das hier. Ja. Ich skippe jetzt direkt mal Easy, weil da gibt es eigentlich wirklich nichts wirklich viel zu sagen. Drei Wellen, das habt ihr eigentlich schon gesehen im Let's Play. Wir gehen direkt auf Normal rüber, denn ab Welle 5 von 10 wird es schon mal richtig interessant. Okay, jetzt wird es aber langsam echt schwer. Und ich spiele es alleine. Jetzt habe ich es. Ich hab's. Okay, boah, das war knapp. Oh, das war knapp. Nein, oder? Alter! What? Das schaffe ich nicht. Boah, wie viele! Nein, nein! Ja! Okay, bitte, es ist vorbei, bitte ist vorbei, bitte ist vorbei, bitte ist vorbei. Ist vorbei? Oh mein Gott. Das habe ich alleine gemacht. Das war echt schwierig. Das war Normal. Nee. Also, wenn ich auf Hard spiele, muss ich auf jeden Fall einen zweiten Spieler mindestens haben. Das geht sonst nicht. Das war schon übelster Stress. Wow. Okay. Klar, was das ist. So. Ich habe das Zeug dazu. Ist das so? Ja, also
schwer, so ich mit den zweiten Spielern für raus, weil das kann man ja leider mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hier war schon sehr schwer. Eieiei. Na gut. Okay, ich versuch's jetzt mit random Leuten auf Hard. Mal gucken, ob es gut funktioniert oder nicht. Bin mal gespannt. Ich bin auf irgendeinem random Pokémon-Server, wo die das Minigame spielen. Ich hab ein bisschen gestalkt. Und jetzt. Okay, Level 1. Ich zoome so weit raus wie möglich. Ich glaube, das wäre ganz gut. Also die ersten paar Level sind super einfach. Ich glaube, das ist klar. Aber was ist das für eine blöde Map, ey? Ja, okay. Ich war keine Hilfe. Warum ist da eine Höhle? Kann man da rein? Hier sind tatsächlich Ballons in der Höhle. So, ich glaube, ab diesem Level muss man Sorgen haben. Wegen den gegnerischen Pokémon. Die sind hier auf jeden Fall vorhanden. So, ab jetzt spawnen mich die Mobs. Och, es gibt übrigens einen Relaxo. Relaxo bedeutet, der frisst sofort alles weg. Wenn er einmal hier ist, dann hast du verloren. Also wenn ein Relaxo einmal hier ist, dann ist vorbei. Aber ihr seht, die Reichweite ist, wenn man in der Mitte steht, so hoch. Da braucht man eigentlich keine Angst haben. Man muss einfach nur erspammen. Und dann hat man schon genug verteidigt, wie ihr sehen könnt. Funktioniert perfekt. Nur muss es halt einer machen. Einer muss halt sein Gameplay aufgeben, damit die anderen drei noch carryen können. Am besten woanders hingehen, als dort, wo deine Kumpels sind. Immer weg von denen gehen. Man will ja nicht behindern. Oder zumindest nicht extra behindern. Okay, wunderbar. Direkt den Boost noch mit behalten. Aber ihr seht, wir müssen mittlerweile schon über 100 sammeln. Also, aber wir haben mehr Zeit als sonst. Auf Hard hat man mehr Zeit. Außer hat man nämlich auch anderen Schwierigkeitsgraden nur 100 Sekunden Zeit. Hier hat man 110 oder 115 oder so. Das könnte den Unterschied auf jeden Fall immer ausmachen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Okay, die erste Person, die wieder zurück ist, muss AFK sein. Oder letzte Person, ich weiß es nicht. Ich mach's einfach. Ist okay. Ich mach's einfach. Passt schon. Irgendwer muss es jetzt machen. War gerade ziemlich knapp, weil wenn Relaxo einmal hier ist, haben wir eigentlich wieder verloren. Die Zeit haben wir nicht, um da aufzuholen, weil Relaxo frisst so schnell. Ja. Schon wie viele Pokémon hier sind. Also eigentlich muss das hier die Taktik sein, die ich gerade mache. Wie soll man das denn sonst machen? Wie ist es sonst gedacht? Es muss so richtig sein, von Entwicklern her aus. Komm schon, nur noch rote. Alter, einer! Es fehlt wirklich einer! Kann doch nicht sein! Ich glaube, das ist das Lieblingsminigame von den Bloons TD-Spielern. Wenn man gerade so ein Pff hört, wie die ganzen Ballons platzen. Oh. Ich habe das Gefühl, ich muss hier wieder bleiben, weil ich langsam bin. Ich bin einfach nicht gut in dem Game, okay? Ich gebe mein Bestes, Mann. Oh, er macht schon. Okay, gut, er macht. Da kommen die schon, die ersten. Ich gehe mal hier lang. Was brauchen wir denn? Wir brauchen größtenteils Grünen. Natürlich verpasse ich dann einen direkt. Sehr gut. Ja, es lohnt sich nicht mit so wenig Bären zurückzulatschen. Also da holt man sich halt wirklich so lange welche, bis der Sack voll ist. Oder zumindest fast voll. Wie gesagt, sonst lohnt sich's halt nicht. So, lass mal sehen, ob das reicht. Ich denke schon, ich hoffe schon. Ja, komm. Okay, haben wir. Yes! Okay. Welle 9. Nee, Welle 10. Ach, jetzt das Finale? Oder? Boah, wie viel. Leider weiß ich tatsächlich nicht, ab welcher Welle Finale ist. Ich würde einfach mal raten, das ist jetzt entweder Finale oder Halbfinale. Ich weiß es nicht genau. Ah, Mist, ich verpasse so viele.
Aber immer wieder hin und her zu rennen, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, deshalb lasse ich es lieber. Komm schon, es fehlen noch so viele Grüne. Okay, Grün und Rot nehme ich mit. Okay, in den letzten paar Sekunden muss man natürlich ganz schnell zurückrennen, damit man es schafft. Das mache ich jetzt auch. Währenddessen nehme ich den hier noch mit. Ich habe jetzt 17. Wenn noch jemand anderes ein paar Stück hat. Ja, perfekt. Wir haben's. Wir haben's. Na komm! Yes! Nein! Nein, weil die Grauen gefehlt haben! Verloren. Nee, jetzt wirklich? Verloren? Alter. Beim letzten Level. So, wir sind ja jetzt in einer neuen Runde. Und ja, Level 10 war vorhin das Ende. Wir hätten es fast geschafft. Ganz ehrlich, diese Map hier finde ich aber generell auch besser. Ja, ich habe mehrere Sachen falsch gemacht und dass wir vorhin verloren haben, war zu einem großen Teil auf jeden Fall auch meine Schuld. Mir tut da irgendwie mein Team voll leid, ganz ehrlich, aber ja, das Beste ist auf jeden Fall eine Struktur zu haben, dass man immer den gleichen Weg entlang läuft, jede einzelne Welle. Und nur jedes Mal sehe ich ihn hier zum Beispiel mal rumfliegen, direkt vor meiner Nase vorbei. Also, die halten sich auch daran. Ich habe mich ja letztes Mal nicht dran gehalten. So, und nicht irgendwie einer entscheidet sich, wer hier bleibt. So funktioniert das nicht. Sondern derjenige, der als letztes abhauen würde von da, wegfliegen würde, um die Ballons zu sammeln. Derjenige. Und wir auch ganz schnell grün und blau. Ja, weil derjenige muss bleiben und die ganze Zeit erst spammen. Also nicht irgendeiner. Ach ja, und die Ballons, die respawnen nach einer Zeit. Auch sehr wichtig. Und natürlich auch nur Ballons mitnehmen, die man braucht. Sonst verschwendet man halt Platz im Fall hier. Guck mal, hier spawnen hier ganz viele Ballons. Mit Bonbons wahrscheinlich noch drin. Dann hätte ich jetzt einfach aufgenommen. Ganz viele aufgenommen, die ich gar nicht brauche. Dann hätte ich die jetzt nicht mitnehmen können. Wäre ein riesiger Verlust gewesen. Verdammt, ja, Farben und so, ne, was soll ich sagen. Ansonsten, wir haben es gleich, das ist natürlich erst, vorletzte Runde. Dennoch, wir haben es gleich, ach, brauche ich gar nicht, ach, da seht ihr, das ist zum Beispiel das Problem. Muss man immer drauf aufpassen und wir brauchen ein graues. Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft, aber, Zeit ist aus. Komm schon, als ob niemand ein graues hat. Hier, ich gewinne für uns. Bitte schön. Okay. Letzte Runde. Aber ganz ehrlich, die andere Map fand ich irgendwie voll komisch. Habe auch das erste Mal auf der gespielt. Kannte ich halt nicht. Konnte ich nicht üben vorher. Was soll ich machen? Naja, die Map hier habe ich auf jeden Fall schon mal gezeigt. Glaube ich, meine ich schon. Und deshalb kann ich die Map mehr oder weniger. Ja, Spiel lag ein bisschen. Deshalb meine Steuerung ist ein bisschen falsch. Ein bisschen falsch anerkannt. Passiert. Aber ihr seht, man muss in der letzten Welle 200 Beeren insgesamt sammeln. Wow, 200 ist wirklich böse, wenn man bedenkt, dass man nur 115 Sekunden oder so hat im 4-Player-Modus. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich ist, wenn man alleine spielt, ob das dann einfacher gemacht wird oder so, aber auf jeden Fall, nein, das hier kannst du nicht alleine spielen. Also, ich kann mir, oh verdammt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier alleine schaffen kann. Im Singleplayer. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bin mal gespannt, wie das dann abgeregelt wird, ne? Ja, wir brauchen eigentlich von so ziemlich allen Farben noch mehr oder weniger ganz viel. Deshalb latsche ich hier nochmal einmal hin und zurück. In der Hoffnung, dass auch ganz viele respawnen, warum auch immer jetzt nicht mehr gerannt ist. Aber ich kann euch sagen, ich mache das Ganze nicht aus irgendeinem Grund, sondern der Grund ist die Belohnung. Und die Belohnung ist ja wirklich, das ist das wirklich wert. Das ist der einzige Grund, warum das Leute überhaupt machen, die Belohnung. So, jetzt wird's Zeit, das meiste abzugeben und zu schauen, was noch fehlt. Wir haben noch 40 Sekunden, um das zu gewinnen. Okay, blau. Da hinten sehe ich ganz viel blau. Okay, grün sammle ich jetzt nur ein bisschen hier mit. Aber größtenteils blau. Okay. Ja, aus Versehen ein paar andere mitgenommen. Passt schon, macht nichts. Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, die haben blau. Ich habe nur noch 8. Wir brauchen 16.
Das ist das letzte Mal für mich hier abgeben, ne? Da kommt bitte irgendwer. Yes! Gewonnen! Woo! Genau, und ansonsten einfach in der Mitte rumstehen bleiben und R drücken, wenn man langsam ist. Wenn deine Route die längste ist, zum Beispiel. Wow, wir kriegen mal die Maske her, wie cool! Yay! Also ja, ich bin einfach nur auf irgendeinem random Pokémon-Discord-Server gegangen, hab geguckt, wer da alle gerade spielt und dann gestalkt, bin gejoint. Wir haben es geschafft! Und ich glaube, jetzt haben wir alles geschafft, ne? Wir haben Easy geschafft, was man übrigens nochmal spielen muss, weil ich noch nicht gesagt habe. Normal haben wir geschafft und jetzt Hard. Kriege ich jetzt die Belohnung oder muss ich noch irgendwas extra zu tun? Finden wir es doch einfach heraus. Wow, das ist echt den Schwierigkeitsgrad schwer geschafft. Phänomenale Leistung. Jemand wie dir kann ich dieses Pokémon vielleicht anvertrauen. Weißt du, es gibt da dieses gefräßige Mampfaxo, das jedes Mal ankommt, wenn wir das Uni-Austreibungsspiel veranstalten. Dieser Nimmerseid hat so einen Appetit, dass die Spielfähigkeit oft ins Unermessliche steigt. Aber mir scheint, bei dir wäre dieses Mampfaxo perfekt aufgehoben. Ein Mampfaxo von der jungen Frau halten, aber man kann doch Mampfaxo einfach drüben einfach fangen. Ungefähr auf der linken Seite der Map. Was ist denn so besonders an diesem Mampfaxo? Nun, man kann es vielleicht jetzt schon erkennen, aber das Ding ist shiny! Ja, man macht das alles für ein shiny Mampfaxo. Und natürlich dann auch Relaxo. Da sieht man das normale. Also das shiny ist einfach nur... Hier sieht man das normale. Das normale ist so blass. Und das shiny ist komplett blau. Da. Da kennt man es ganz gut. Hat Völlerei. Und ja, das werde ich jetzt noch entwickeln zu Relaxo und dann habe ich so wirklich jedes einzelne Pokémon im Pokédex. Da war auch eine Belohnung für bekommen, oder? Sehr viele XP-Bonbons später möchte sich unser Shiny Mampfaxo zu einem Relaxo weiterentwickeln. Yeah, schön blau. So, damit habe ich dann jetzt endlich alle Pokémon im Kitakami Pokédex, alle 200. Ich habe mir dieses Videospiel extra als letztes aufgehoben. Ja, da war Level 1, jetzt habe ich einfach so viel gegeben, dass irgendwie Level 50 wurde. Und ja. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt holen wir uns unsere Belohnung ab. Denn, wenn man den Pokédex voll hat, kann man sich noch eine weitere Belohnung abholen. Statt nur für die 150, wo man das Ursaluna dafür bekommen kann. Und diese Belohnung befindet sich hier in der Nähe der Stadt. Nicht in der Stadt, also wir kriegen jetzt nichts von Gamma oder so. Sondern von einem alten Kollegen, von dem wir auch schon am Anfang des DLCs ungefähr eine Belohnung bekommen haben. Natürlich rede ich hier von Jim. Denn er wird begeistert sein. Wie geht's, wie steht's? Versuche 200 verschiedene Pokémon-Arten in deinem Kitakai-Projekt zu registrieren. Hab ich doch. Sobald du das vollbracht hast, drücke in deiner Pokédex-App den X-Knopf, um deinen Erfolg dort zu fassen. Kommt alles diesen bitte zu mir, damit ich deine Leistung mit eigenen Augen begutachten kann. Hab ich doch. X drücken? Da, jetzt haben wir so eine Medaille dafür. Oh! Für 90 Pokémon kriegen wir eine Flächen-AP. Für 100, weiß nicht, was das ist. Silberkronkorken, okay. Was ist das? Schafzahn, damit kann man irgendein Pokémon entwickeln. Oh, ein Zumpaball, nice. 130, 5, ja, Geld halt ein bisschen. Kann man schon verkaufen. Schönschuppe, ich glaube, das ist für Barschwa, oder? Kann das sein? Kometstücke, okay. 160 kriegen wir den Freundesball. Aber der hat natürlich auch gut ausgesehen für Ogapon oder sowas, ne? Naja, egal. Ja, düster Umhang, sehr random, habe ich den letztens irgendwie hier im Immerwald einfach so gefunden. Als so ein ganz normales, glitzerndes Item, was man schon spawnt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Mega weird. Schwerball. Okay, cool. Nochmal Apitop. Und! Ja, nach 200 kriegt man dann den Ball, der sehr gut ausgesehen hätte für Ursaluna, weil das ist ein Mondball. Aber, naja, dafür muss man sowieso erstmal Ursaluna gefangen haben, um diesen Ball zu bekommen. Also, was soll's. Die unvergesslichen Abenteuer, die du dabei erlebt hast, werden sicher für immer eine deiner kostbarsten Schätze sein. Für diese fantastische Errungenschaft hast du dir eine Urkunde verdient. Ich befinde mich gerade im hohen Gras bei Pfad des Tanzes. Bitte komm vorbei. Deinem Profil wurde das Abzeichen zur Vervollständigung des Pokédex hinzugefügt.
zur Vervollständigung des Pokédex erhältst du einen Mondball. Yay, bravo. Okay. Unglaublich. Hey, unglaublich. Okay, da steht nochmal der gleiche Text. Ja, Bro, ich stehe direkt vor dir. Ach so, du bist das. Ja, sorry, ja. Warte, ich muss kurz meine Brille nehmen, abwischen. Ah, ja, das erkenne ich natürlich. Ja, Maike, wie geht's dir stets? Ja, du hast 200 Pokémon-Arten aus der Kitakami-Provinz gefangen. Moment mal, kann es sein? Ist das etwa ein vollständiger Kitakami-Pokédex? Wow, wow, wie fantastisch. Es stehen wirklich alle Pokémon-Arten aus Kitakami drin. Ich bin echt schwer beeindruckt. Dank dir ist meine Forschung zu den Pokémon in Kitakami im Sauseschritt vorangegangen. Schneller ging es wirklich nicht. Ach, ich würde dir so gerne eine Kleinigkeit zur Feier deiner Leistung geben. Hm, mal sehen, was habe ich in so Taschen rum? Schlafzettel? Ah, ich hab's! Ja, kriegst ein spezielles, exklusives Souvenir, das ich beim Kitakami Kulturstatum gekauft habe. Ein Glitzerpin? Ein mysteriöser, glitzernder Glücksbringer, durch den man in Terra Raids mehr Terra-Stücke erhält. Okay, das hört sich doch gut an. Und würdest du mir bitte kurz dein Smarmrotom rausholen? Dann bekommst du auch gleich diese tolle, von Clavel hinzugefügte Urkundenfunktion für die Pokédex-App. Sieh mal, du hast eine Nachricht von der Firma erhalten, die die Vervollständigung des Pokédex beglaubigt. Okay, das ging aber sehr schnell. Ohne Witz, ich liebe diesen Gen 1 Artstyle, ne? Bisschen Wasserfarben. Urkunde, Spieler Maike. Dieses Dokument bescheinigt die erfolgreiche Vervollständigung des Kitakami Pokédex. Herzlichen Glückwunsch, Game Freak. Das ist bei mir das allererste Mal, dass ich eine Urkunde in einem Pokémon-Spiel habe. Also bisher habe ich noch keinen einzigen Pokédex sonst fertig gemacht. Das war eine Lüge, den auf dem 3DS habe ich gemacht, glaube ich. In, was war das? Ich glaube in Usum? Ich glaube, da habe ich es auch schon mal gemacht. Aber ich mache es nicht wirklich oft. Aber das ist wirklich einer der besten Urkunden, die ich bisher gesehen habe. Du hast doch den Pokédex vervollständigt, aber die Exkursion hat gerade erst begonnen. Nein, das stimmt gar nicht. Beginnen auch weiteren Fehl-Pokémon in Kitakami. Auch nein. Ich bin so gut wie fertig mit Kitakami. Mir fehlen nicht mehr viele Sachen, vielleicht noch ein, zwei Folgen, Leute. Wir werden mal schauen. Auf jeden Fall, es fehlt nicht mehr viel. Und beim nächsten Mal werden wir dann herausfinden, wie viel denn noch ungefähr fehlt. Also seid dabei. Bis dann. Und ciao. Wir machen beim nächsten Mal ein paar interessante Quests, die nicht jeder kennt. Hm?